Schönen guten Rebonjour, hier mit einem neuen Mads Play. Ja. Die wissen ja, wo wir bei Löschke hängen geblieben sind. Und da machen wir auch nahtlos weiter. Ja, wir gehen das halt über. Da ist nicht viel Zeit vergangen. Also, die nächste. Das ist echt gut. Das ist schon nice. Balmora, Eis. Oder ein von unseren Lieblingsplaneten. Ja, wo ich den, wie die aller erste Kerl Balmora gesehen und wo ich gesagt habe, what the fuck, schon rum sind Taris. Taris wird gehasst. Scheint mir wie Tatooine und Indianer zusammen, um Hof zusammen. Ich weiß nicht, dass er so ein so schwer mächtig wird, also da war schon tatsächlich. Ja, wo es ja relativ cool war, wo ich relativ witzig vorne zu tun. Dass man am 7 Quizeter, wo man leider eine Aufnahme verloren gehen hat. Ui, super. Du, ja, du. Ah ja, auch bei Minecraft aus ein Kehr, ich werde doch wahrscheinlich erwähnt tun, dass du eine Aufnahme ein Kehr auch lost gehen hast. Schon eins, so, dass so Aufnahmen verlieren. Ja, das nervt mich einfach. Kann ich nicht sehen. Dass Aufnahmen verlieren. Ach, das nervt mich tatsächlich total. Da tut sich Flashpost eben an Chance. Schön, bei Azeles von Schnaropto Erzkontakt. Dann das jetzt. Da hier. Und ja. Ah, es gibt so viele verschiedene wunderschöne Planeten. Corellia ist ein geiler Planet. Da sind sie ja. Oder, nicht mal sind gerade fertig gehen mit meinem Schmuggler da. Wenn er heute hört, dann hoffe ich schon, dass ich, wenn wir am Gang sind, abholen, wenn wir am Kopfgeldjäger fertig sind mit dem Aufnahmen, hoffentlich inständig. Und ja. Vielleicht. Ja, das. Ich hatte bei Minecraft, denke ich, erwähnt. Ich hatte doch irgendwann, denke ich, heißen, so ist noch erwähnt, wenn man irgendeinen Aufnahme, Rhythmus, Zyklus da, und hat lange, weil ich vielleicht eigentlich ein noch erwähnen, da brauche ich ja schon zu verloren. Was schon mal auf jeden Fall sicher ist, was ich noch vier geholt habe, oh cool, kriegen das schon bitte, yep. Ausgangs, ja, machen ich mit dem Balthasar Azerle und das Money Minecraft aus der manch einfach weiter, weil du so viel kann gemacht gehen, er muss gemacht gehen, er soll gemacht gehen, er kann, er muss nicht, ja. Und noch in andere Projekt, wo auch noch umlaufen als mir, du hast das schon an Planung, aber das noch nicht abgeholt. Und du willst, willst du noch nicht viel greifen. Apropos viel greifen, ich weiß, was da geschieht bei der 10 heute. will da so noch nicht so an. Ich will ja schon Spannung mit Tulle. Hallo, sind wir mal ruhig. Ich bin klein beim Kammermaul. Zuerst diese Terroristen und jetzt ein Jedi. Seros, kümmert euch um den Eindringling. Zu Befehl. Zurück, Jedi. Ich bin der Schüler von Darth Lacris, der Vizepräsidentin von Balmora. Und dieser Mann steht unter meinem Schutz. Mit welchem Recht regiert eure Meisterin diesen Planeten? Das versteht ihr nicht, Jedi. Meine Familie hat schon immer hier gelebt und zugesehen, wie die Einmischung der Republik Balmora gebremst hat. Aber Darth Lacris kann uns zum Ruhm führen. Und eure... Die dunkle Seite führt nur zu Schmerz und Leid.
Ihr wisst nicht, was Schmerz bedeutet, Jedi. Noch nicht. Okay. Ja, und wie gesagt, du könnt noch mal etwas schuppen, gefällt dir natürlich alles das machen. Ja, da gibt's ja. Übrigens, das ist schon so eine kleine Info, Dingen, was an die nächste Folge, an die nächste Folge schon gewährt kommen. Und ja. Bonneke soll ein völlig ausfallen, was ich nicht hoffen, mit voll. Entschuldigung, ich will vielmals immer Schnampier raus. Aber wahrscheinlich wird mir ein völlig ausfallen. Okay, dann sehen wir mal, wie ihn heute gekauert. Das werdet ihr büßen, Jedi. Serus war Darth Lakris Lieblingsschüler. Oh. Sie wird mich für seinen Tod verantwortlich machen. Oh. Ihr kamt umsonst her. Ich werde nie... Ah! Ah! Der ist wohl nicht geäuert. Vielleicht solltet ihr euch ergeben, bevor eure Lage noch schwieriger wird. Jedi, gut, dass ihr den Leibwächter abgelenkt habt. So bin ich zum Schuss gekommen. Hab nicht ganz getroffen. Tretet bitte zur Seite. Er muss sterben. Nee, muss er nicht. Wo seid ihr? Zeigt euch, Zenith. Erst wenn er tot ist. Nope. Dieser Mann versklavt Balmorana. Also muss er sterben. Ja, doch unbedingt. Spiel gut. Nur lange gefangen, komm. Lebendig ist der Mehrwert. Warum wollt ihr ihn jetzt töten, wenn das Imperium vielleicht Lösegeld für ihn zahlt? Dummes Jedi-Zeug. Aber gut. Ich schicke meine Leute, um ihn gefangen zu nehmen. Ich habe einen Unterschlupf gefunden, wo Tai und seine Kollegen sich versammeln können. Meine Leute bringen ihn gerade heimlich dorthin. Na dann, ich gehe schon mal. Ich will Tais Plan hören. Oh ja. Sieh da. Und jetzt können wir mal rum zurück reisen bei dem heimischen Unterschlupf. Dann können wir da noch ein bisschen quatschen und dann, wie ich schon, hätten wir die Mission heute auch schon rum fertig. Geht mit hier rum. Ja. Aber wie immer, wenn ihr zum Schluss von einem Planet könnt, dann geht immer so ein bisschen sentimental. Ja, Planet war aber trotzdem nicht so schlecht dann. Das ist schon eine Spalte. Und wir sind im Weg. Weil sowieso, was ich noch danach mache, sind Bonusmissionen, da kommt auch noch. Sturm, naja, da hat eine andere Sache. Was mir aber im Moment geht, mal um ein geheimes Hauptquartier, wo noch für Balmora selber noch relativ viel entschied getan ist, schlussendlich. Weil mir ja der Splitter-Allianz jo helfen, für das der Republik beitreten, und so weiter und so fort. Das eben, das wisst ihr, die hat ja von Anfang an zu der Jumat geguckt, aber. Ausgezeichnete Arbeit. Zwei meiner Kollegen sind bereits aus dem Exil zurückgekehrt und hier können wir in Sicherheit agieren. Ihr plant, Balmora an die Republik zu übergeben. Ein Besatzer löst den nächsten ab. Aber wir beide wollen, dass das Imperium verschwindet. Wir haben dasselbe Ziel. Im Moment. Ja, du mal den Dreadlocks bist du es. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, können wir Balmora nicht befreien. Schön gesagt. Und genau das ist eine der Stützen meines Plans. Balmoras Stärke liegt in der riesigen Industrie hier. Sie hat Geld, politischen Einfluss und Militärdroiden. Bis jetzt hat das Imperium die Industrie in Ruhe gelassen. Im Gegenzug für Waffen und Creditspenden. Sie müssen erkennen, dass sie nur existieren, weil das Imperium sie lässt. Und das werden sie unbedingt ändern wollen. Nachdem ihr beide euch um diesen imperialen Beamten gekümmert habt, habe ich meine alten Bekannten in der Industrie kontaktiert. Sie wollen uns zuhören.
Ihre Ressourcen sind von unschätzbarem Wert für den Aufbau unserer eigenen Regierung. Ich will, dass Sie sich dafür einsetzen. Problem machen wir schon. Wenn das Imperium etwas herausfindet, wird die Industrie leiden müssen. Das wissen Sie. Deshalb verhandeln Sie auch so hart. Direktor Fenn ist der Leiter von Truida und spricht für die anderen Firmen. Er möchte eine Abmachung mit uns aushandeln. Außerhalb von Sobrik gibt es eine alte Aufzeichnungskammer. Dort will er uns treffen. Es wäre gut, wenn ihr ihn überzeugen könntet, uns zu helfen. Ich hoffe, ich werde euch würdig vertreten. Das Imperium beobachtet alle, die von Bedeutung sind. Fenn wird von imperialen Druiden verfolgt werden. Zum Schutz. Zerstört sie schnell oder sie erstatten dem Imperium Bericht. Dann ist alles verloren. So. Dann haben wir unseren nächsten Auftrag, Kodlo. Da müssen wir hin. Wir müssen dahin. Okay, du bist natürlich schon wieder Entschuldigung oder was? Okay, dann gebe ich so gesehen mal bei nächstes Jahr du. Hier schon mal heute machen, da wissen wir, wo wir hin müssen. Genau, du hin. Wir sehen uns wahrscheinlich schon bei nächstes Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und zu den Videos, auch nicht abonnieren, liken, kommentieren, vielleicht will ich nicht wissen. Und have a nice day. Tschüss.